Du, ich hab dich jetzt gar nicht erkannt. Ich glaube, das ist Ihnen auch schon über die Lippen gekommen. Mir passiert das öfters. Da kommt da jemand entgegen, hat seine Maske auf und ich denke mir, Mensch, wo kenne ich denn den her? Und erst wenn er seine Maske lüftet, ja, klar, ich hab dich nicht erkannt. Wenn ich in die Ostergeschichten reinschaue, in die Geschichten, wo es um den Auferstandenen geht, Ostern, Ostersonntag, in der Früh, ist das Motiv auch da. Die Jüngerinnen und Jünger, die kennen Jesus nicht, sie erkennen ihn nicht. Die berühmte Maria von Magdala geht in der Früh ans Grab, ja, und sie erkennt den Auferstandenen nicht. Was heißt das für uns, diese Botschaft für uns? Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass wir immer Gott erkennen, dass wir den Auferstandenen kennen, verstehen, dass der plausibel wird für uns. Ich glaube, diese Botschaft, die auch in dieser Magdalena-Geschichte drin ist, ist eine ganz andere. Ja, Maria wird angesprochen von dem Auferstandenen mit ihrem Namen. Ich finde eine schöne Botschaft, dass wir uns vorstellen dürfen, dass wir angesprochen werden mit unserem Namen und dass er uns kennt und dass er uns erkennt und dass er uns versteht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest. Alles Gute!